Hallo, hier ist der Diebstahl. Willkommen zurück zu The Stalin Subway 2. Weltweit! Ja, beim letzten Mal war eine kurze Folge, eine kurze Aufnahmesession, aber die war ja auch grausig. War ja ein schlimmeres jedes Horrorspiel. Weil wurde ja tatsächlich von Killer Ralf angegriffen. Ja, guckt es euch an. Und ja, bereit euch davor, Albträume davon zu haben, von so einem miesen Spieldesign. Ich habe auf jeden Fall danach nicht mehr gut schlafen können, nächsten Tagen. Und ja, wir machen weiter mit dem nächsten Level. Und zwar, ja, das Spiel ist leider noch nicht vorbei. Das Spiel kann vielleicht noch schlechter werden, aber ich denke mal, schlimmer geht's nicht mehr. Ja, also schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden, als durch Killer Ralf angegriffen zu werden. Ja, vor allem ist auch die Tatsache, dass wir das überhaupt überlebt haben, diese Mission. Weil einer von den LKWs ja gar nicht berechnet wurde, hat man auch nur die Reifen gesehen. Und das Fahrzeug und die Leute darauf wurden gar nicht berechnet, deswegen haben wir mit weniger Gegner zu tun und deswegen haben wir das überlebt. Mit 8 Hells, die wir jetzt hier im nächsten Level schleppen müssen. Aber ja, es geht weiter, wie es sich gehört. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Level. Und zwar legen wir mal los. Den Text habt ihr immer lesen, ihr habt den schon gelesen. Es geht zur U-Bahn-Station. Da sollen wir jetzt hin. Und ja, niemand kennt den Eingang, aber naja, spielt ja auch keine Rolle. Ja, wir gucken nach oben, aber eigentlich wollte ich jetzt dahin. Ja, ihr habt mich mal informiert. Es gibt tatsächlich einen Horrorfilm über einen Killerreifen. Ja, tatsächlich. Falls ihn wer von euch kennen sollte, könnt ihr mal was dazu schreiben. Ja, würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall, da denke ich mal, dass der Produzent, Drehbuchautor, wer mal diesen Film halt ausgedacht hat, diese Inspiration von diesem Spiel hier hat. Weil anders kommt man nicht auf diese Idee, ja, von wegen Killerreifen. Hallo? Ja, niemand kennt den Eingang angeblich laut der Beschreibung, aber wir wissen ja, dass wir beobachtet wurden, dass wir hier reingegangen sind, also wären wir wahrscheinlich hier. Was war denn das? Hallo? Ist ein Ventil explodiert oder war das eben schon? Wollen wir das abschalten? Ach, komm mal nicht dran. Okay. Ja. Ne, es gibt auf jeden Fall auch einen Horrorfilm über Killerreifen. Ja, das war natürlich auch clever. Kann ich mal gerade Leiter hoch drunter klettern. So, machen wir mal durch die Tür hier. Ist aber zu. Ja, was muss ich jetzt machen hier? Einen von diesen Dingern hier drehen? Nein, drehen? Nee. 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 Ach doch, hier. Ah, was macht das jetzt? Ach, der ist das Teil da oben weg. Ah ja, nee, sonst kann ich hier wahrscheinlich nichts mehr drehen, vermute ich. Ja, also auf jeden Fall denke ich mal, dass der Produzent dieses Films die Idee aus diesem Spiel hier hat. Also anders kann ich ja nicht. Ja, alles kommt ja nicht auf die Idee von wegen Reifen, der Menschen tötet. Ja, es gibt's halt, habe ich erst mal in dem Spiel gesehen. Ich habe viele Sachen in dem Spiel gesehen, ja, viele unmögliche Sachen. Aber das muss ich zugeben. Habe ich auch noch nie erlebt. Wenn man Reifen verfolgt, um getötet zu werden. Also. Wie kann ich hier nicht nach links? Kann ich nicht nach links drehen eben? Hör, was war das? Keine Ahnung. Ja, 8 Hells haben wir leider nur. Das heißt, wir müssen darüber. Ja, kann ich wieder nach neu laden. Ja, sterben wir auch noch. Ja, wir sterben wir schon. Wir hier nicht hoch oder was? Ja, hang ich da jetzt fest, aber komm noch nicht mehr hoch. Mann! Die fangen die Sprungtaste nicht. Na, also geht doch, aber. Aber wenn ich laufe und springe, das klappt in dem Spiel nicht. Vernünftig, also. Fangen die zwei. Ja, irgendwie klappt das gerade nicht. Ich komme hier nicht mehr rüberspringen, ey. Sprungpassagen bei dieser blöden Steuerung. Ja, wenn ich verletzt werde, kann ich eh abhaken. Ja, fast daneben auch vorbei. Ne, klappt daneben auch vorbei, heißt es. Ja, ich springe nicht. Die springt nicht. Ich drücke schon die ganze Zeit vorher, aber es springt. Wenn ich laufe, kann ich nicht mehr springen. Das ist total komisch. Ich kann nur springen, wenn ich stehen bleibe. Ne, kann ich nicht. Komisch, oben klappt das nicht. Oben klappt das ruhig halt nicht. Ich hab eine Runterfall oder so. Na also. Ja, die Tür geht auf, da wird ein Gegner hinter sein. Ja, wer
Wer wettet darum, dass er hinter Gegner jetzt steht? Wie viel wollt ihr jetzt sehen? 10, 10 Euro? Ja, halte ich mit. Da ist ein Gegner hinter. Ja. Ja, hat ja nicht viel gebracht, aber wir haben ihn erwischt. Nein, keine, es gibt keine 10 Euro hier. Ich meine, ihr kriegt das immer gratis hier präsentiert. Wie die anderen Leute, die da ab April vielleicht kostenpflichtig machen wollen. Kann ja sein, ja. Machen wir schon April? Nee, ich glaube noch nicht. Nee, ich glaube zum Zeitpunkt von Aufnahme ist noch kein April. Ja, später. Hm? Ja, du hast was gehört, ja, und du. Und die andere ist hübsch, ich weiß. Die ist hübscher als ich, ich weiß, ich weiß. Ja. Ja, klar, natürlich hast du was gehört. Hier wurde gerade geschossen. Aber das war dir wohl auch nicht so wichtig, ne? Hast nur die Schritte gehört, die man da wahrscheinlich ja nicht hört, wo du bist. Wo bist du überhaupt hier? Da hinten? Naja, okay, danke. Für die Information. Hahaha. Dein Health Pack? Der auch? Ne. So, nächster Raum. Abspeichern. So, wo muss ich hin wahrscheinlich? Ja, da war noch einer. Da war noch einer. Arm weggeschossen. Ja, das Hilfeset. Dankeschön. So, Molotov Cocktail. Oh, eine Menge. Hinter mir. Ja, habe ich nie getroffen. Sah zwar alles schön aus, aber hat nicht wirklich was gebracht. Ja, wie erwischt der zweite? Ja, hab ich auch erwischt. Paar Schilder durch Schüsse. Ja. Hat der was hinterlassen? Hier ist aber jetzt Tür auf. War wieder in so einem Raum. Ja, klar, hinter dir aufgeht. Ja, dieses Spiel ist. Ach, Gott, aber schlimmer als Killerreifen kann es echt nicht werden, ja. Echt einer der Tiefpunkte in meiner Spielerkarriere. Also verursacht in Albträume. Ehrlich, na Tiefpunkte, wie gesagt, ich hab schlimme Sachen gesehen in Videospielen. Ich bin schon sehr lange dabei, um viele Sachen gesehen zu haben. Aber das war, wie gesagt, auch noch nicht dabei. Also, ich habe noch nie Killerreifen gesehen in Videospielen. Ja, wenn es ernst wäre, die Spiele, könnte man wieder drüber lachen, aber so tut das einfach weh in der Seele. Hier geht's rein. Ah ja. Ich bin einfach mal todesmütig und ja, hab Glück gehabt. Ah, ja, gehen wir. Was ist denn passiert? Ja, nochmal. Ich habe meinen eigenen Trashner getroffen. Das war keine gute Idee. Da muss ich mich mal kurz in Sicherheit bringen. Ja, haben mich jetzt quasi um Wand geschossen quasi. Habe jetzt quasi die Querschläger genutzt, um diesen Teil kaputt zu machen. So. Ah, nee. Ja, klar, wieder zwei Leute. Hey, das Spiel ist bekloppt. Einer mal erwischt. Ey, dieses Spiel hat's echt. Da haben wir noch einer, ey. Ganz leicht. Da. So, Knie weggeschossen. Was anderes hilft ja auch nicht in dem Spiel hier. Oh. Erste Hilfeset kann ich mal speichern. So, okay. Hä? Ja, jemand im Schrank? Nee. Hier vielleicht? Nee. Dann müssen wir hier durch. Oh. Cutscene. Okay. Hä? Ach, ist das der Junge, der uns gesehen hat? Sah aber größer aus in der Cutscene, glaube ich, oder? Ah, okay. So, dann sind wir lang gelaufen, jetzt sind wir da. Sehen wir dieses Teil.
und klettern jetzt hoch. Okay. Was zur Hölle war das jetzt? Wir sind wieder hochgeklettert. Jetzt sind wir wieder hier gewesen. Was ist das denn für bekloppte Szene? Das ist... Was für eine bekloppte Szene hat dieses Spiel zu bieten manchmal? Hä, warum sind wir eben da hochgeklettert? Was soll das? Ich verstehe das Spiel nicht. Wir reden jetzt bei diesem unaufsichtlich hier rum. Ey, dieses Spiel, was soll das? Hier einer. Oh. Aha, dann ist weggelaufen. Hier irgendwas holen. Magazin? Ah. Okay. Na, was haben wir eigentlich jetzt für ein Gier gedreht hier? Woher? Wo muss ich auf die hin? Hier irgendwas? Nee. Noch Molotow-Cocktail. Ob der besser ist wie eine Knallerbse? Will ich Handgranate sagen, aber eigentlich sind das nur eine Knallerbse. So. Ja, hier müssen wir wieder verstecken. Ja. Das war klar irgendwie, ne? So, jetzt müssen wir hier runter. Ach, warte mal. Okay. Ja, es ist doch. Danke. So, hier ist nix. So. Hier ist auch nix. Hier ein Klo mit Ratten. Da, oh, einer ist da. Der ist nämlich, der ist ja nie geschossen hat, wundert mich. Wundert mich ein bisschen. Mach mal, schießen wir sonst immer so schnell. Hier ist eine Ratte ersoffen. Das ist nun mal nicht gut. Da hängt einer drin, aber jetzt auch tot. Was ist das denn hier? Was ist denn hier? Ein Loch? Aha. So, der war da, okay. Kann sein, dass das Wasser steigt. Ja, tatsächlich, der Wasser steigt. Das ist hier scheiße. Ah, hier geht's rein. Was können wir machen hier? Ah, hier ist auch ein Dingens. So, muss ich jetzt hin? Nach links, soll er nicht. Hier jetzt nicht rein. Nein, falsche Ecke. Jetzt hoffe ich hier ab. Okay, gut, ich hab's schon verstanden. Aber den habe ich jetzt erwischt. Oh, dass man mir was trifft. Yes. Hier war ja nix, das war ja auch. Aber er hat doch keinen helles Pack hinterlassen. Aber der hat eins, Dankeschön. Danke. So. Was mit dir? Okay. Habt ihr geholfen. Jetzt geht's ja auch nicht besser. Rette um Hilfe. Mach da eine Tür auf vielleicht. Könnte auch sein. Naja. Und hier wieder. Hier rein. Oh, da ist eine Sackgasse. Da komme ich glaube ich her. Hier geht's auch nicht rein. Dann muss ich hier lang. Jawohl. Hier geht's. Jetzt fangen an, die Ratten zu schwimmen. Ah ja. Ah, wir sollten uns hier lange mal beeilen, hier rauszukommen. Weil sonst laufen wir gleich ab. Das ist nicht so gut. Denke ich mal. Hier geht's raus. Jawohl. Hier geht's raus. Jetzt ist auch die. Jetzt spiked. Jetzt steigt Wasser wahrscheinlich nicht mehr, oder? Jetzt steigt das nicht mehr. Was soll das denn? Warum wäre es nicht gestiegen? Ich meine, wäre auch gestiegen, wenn wir jetzt drin geblieben wären, ne? Ah, ja, klar. Okay, erwischt. War noch einer. Was war das? Da hat mich irgendwas erwischt. Ich befürchte, das war das. War das Teil? Gefährlich. Ja, gefährlich alles hier. Ja, das war jetzt eine blöde Idee, aber versuch mal klug. Habe ich keine anderen Waffen? Habe ich keine Scharfschützenwaffen mehr? Ne, habe ich ja. Wo habe ich die denn her? Hä, wo habe ich die denn aufgesammelt?
Das war trotzdem schlecht gemacht. Aber ich eigentlich, wo habe ich den Debuff jetzt aufgesammelt, aufgegabelt? Vor diesem Konto habe ich ihn erwischt. Kleine Erbse. Was machst du? Ja, kann ich gleich hier ganz Maske in die Luft. In der Verschwörung Vorgänger. Die haben das gemacht. Ja, die wollten gleich. Ey, was ist das wieder für ein krankes, wie krankes Level hier? Hä? Ich dachte, da wäre einer von da hinter mir gekommen. Aber nee. Tatsächlich, da war doch einer hinter mir. Wo kommst du her, verdammt? Wo kommst du denn her? Da war ich doch eben. Kannst du sehen, wo die spawnen wahrscheinlich im Voraus, ey. Die Spiel. Ja, halt hätte ich nicht geahnt. Ey, wo bin ich denn hier, ey? Was habt ihr alle von gegen mich? Nur weil ich eine Feuerwaffe eine Frau bin oder was? Warum schießt ihr auf mich? Das Spiel ist bekloppt. Bekloppt, einfach nur bekloppt. Das war klar. Irgendwie. Ja, eine Tür, die zu ist. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir von hinten überrascht werden? Wieso denke ich das? Ich wusste es! Und die kommen auch von rechts. Die kommen gar nicht aus dem Raum. Ja, den hätte ich mal gleich treffen müssen. Ich dachte, die kommen ja aus diesem Raum jetzt hier. Aber nee, die kommen ja plötzlich von hinten. Wo hinter uns gar keiner war, weit und breit. Ach, Leute, ich muss dazu zu diesem Spiel nichts sagen, ne? Ihr seht das ja auch. Es gibt Spiele, da ist jedes Wort, da sagen Bilder mehr tausend Worte. Und dieses Spiel gehört definitiv dazu. Ja. Hoppla! Was hältst du runter? Ist doch gefährlich! Was ballern die denn da? Ha, Kommandeur, hier ist ein. Auf wen haben die ihn geschossen? So gar keiner mehr. Hey, war da noch einer? Wen haben die denn geschossen? Er wollte eigentlich den einen von hinten erwischen, aber leider hat der offenbar nur den Helm getroffen. Nur den Helm. Ja. Was für eine Versammlung hier. Eine Leiche nach der anderen. Leichenbad. Was ist eigentlich diese Zahl da hier? Ist das so Rüsten? 69 ist die Gesundheit. Was ist das eigentlich für eine Anzeige jetzt daneben? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich frag euch ja. Gerade. Wer hat denn hier geschossen? Auf wen haben die doch geschossen? Auf irgendjemanden. Da geht's rein. Okay. Ey, das Spiel ist blöd. Ah, okay, hier sind wir raus. Okay, endlich habe ich T6 erreicht. Jetzt muss ich den Oberst treffen. Ja, die notwendigen Dokumente. Dann müssen wir mit Löppchen in Kontakt treten und ja, überhaupt. Okay, das war's mit diesem Level. Das war's entsprechend auch mit dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben. Ihr seid nicht eingeschlafen oder habt euch nicht totgelacht. Aber auf jeden Fall, das war's mit dieser Folge. Daher bedanke ich mich bei euch. Mit der Aufnahme. Daher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal.